Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Space Breaks und heute gibt es endlich wieder mal einen neuen Haul. Die letzten ein, zwei Monate wurde immer wieder mal ein kleines Set eingekauft, es hat sich nie gelohnt, um ein einzelnes Video zu drehen, aber jetzt hat man so den ganzen Kartonstapel mal angeguckt und jo, das lohnt sich. Und wir fangen gleich an mit dem ersten riesen Whopper. Nämlich den Lego Star Wars First Order Star Destroyer. Ich finde, das ist einer der schönsten Sternzerstörer bisher, den wir in diesem Spielmaßstab bekommen haben. Ich finde ihn richtig cool. Auch die Figuren, die enthalten sind, sind toll. Ein klasse Set und ja, den gab es für 75 Euro. Und dann nimmt man ihn mit. Ist doch ganz einfach. Machen wir weiter mit einem weiteren Riesenset. Wir bauen mal von groß bis nach klein. Nämlich ganz frisch erschienen und ich freue mich gleich riesig darauf, das Set auszupacken. Der Lego Creator Ford Mustang. Ein wunderschönes Set, kostet 130 Euro, ca. 1500 Teile. Gibt es bisher nur im Lego Store, beziehungsweise ab dem 1.3. nur im Lego Store im VIP-Vorverkauf. Und das Coole dabei ist, jeder, der dort beim VIP-Vorverkauf war, konnte sich so einen richtig coolen Ford Mustang Schlüsselanhänger mitnehmen. Finde ich richtig edel, ist aus Metall gemacht. Googelt das einfach mal, das kommt jetzt hier auf der Kamera nicht so gut rüber, weil ich mein Licht, sage ich mal, ein bisschen ungünstig gestellt habe, um den zu zeigen. Und ja, für alle, die keine coole Karre haben, die können diesen coolen Aufkleber in ihrem Auto platzieren. Dann gibt es noch so ein, zwei Tipps von mir immer. Nämlich hier, dieses Lego-Set habe ich für 10 Euro gekriegt. Postencharakter, aber es ist völlig egal. Es geht einfach darum, das Set zu öffnen, um die Figuren rauszuholen. Desert Skiff, Escape. Ich gebe euch den Tipp, grundsätzlich immer wieder mal bei Rossmann zu gucken. Die jagen da teilweise Einzelsets zu unglaublich günstigen Preisen raus und da bin ich vorbeigelaufen. Ich konnte das einfach nicht stehen lassen. Eine andere tolle Bezugsquelle ist Müller. Und da habe ich auch gleich zweimal Han Solos Landspeeder gekauft. Finde ich wirklich ein richtig cooles Set. Wollte ich eigentlich schon längst holen. Jetzt ist er inzwischen ein Auslaufset, wenn man so möchte. Ja, und auch das mit über 50% gekriegt. Also das ist alles hier so ein bisschen Schnäppchenjagd gewesen. Wo wir gerade hier bei unserem Schnäppchen sind, ich schiebe das mal so ein bisschen rüber. Wir haben hier Arch-To Iceland Training mit einem wunderschönen Luke, einer richtig coolen Rey. Und einen niedlichen Pork. Und das gab es auch für, ich glaube, knapp 18 Euro. Das ist auch in Ordnung. Das ist ja gängig auf dem Markt. Ein Set, das jetzt nicht wahnsinnig beeindruckt, aber was man mal durchaus mitnimmt, um die Figuren zu haben. Und als letztes Set der 30-Euro-Kategorie, auch zweimal, haben wir das Duell of Naboo. Es wird, glaube ich, langsam schwierig, das alles hinzustellen, aber es ist jetzt egal. Fehlte einfach noch, genauso wie Darth Vader's Transformation, das muss auch noch dringend gekauft werden. Einfach eine coole Möglichkeit, diese sehr beliebten Charaktere für wenig Geld zu bekommen. Und ich finde, das Set wurde auch gut umgesetzt, also ist ein tolles Set. Machen wir mit zwei Sets weiter, wo man sich vielleicht fragen könnte, was zur Hölle will ich damit? Nämlich einmal Chewbacca. Und einmal Boba Fett. Das liegt einfach daran, wir sind jetzt damit beschäftigt, die Dinger nach und nach so ein bisschen aufzukaufen, weil wir alle einmal original verpackt gesammelt haben möchten, weil, wenn man die alle so in ein Regal hinstellt, das einfach ziemlich cool aussieht. Und wir haben ja jetzt unser Studio, wo wir hin und wieder mal ein paar Sachen vorstellen, Bücher, Technikgeschichten und einfach als Hintergrund macht sich das ganz gut. Deshalb hier gucken wir ein bisschen, wo ich die kriegen kann. Ist teilweise schwierig, weil die teuer geworden sind. Ein paar haben wir schon günstig bekommen. Einige waren ja für unter 10 Euro zu haben. Zu Tiefzeiten hat man die halt mitgenommen. Ja, aber ich finde halt alle Figuren, die keine Menschen sind oder kein menschliches Gesicht haben, sind eigentlich auch cool. Also Chewbacca gefällt mir. Der Boba Fett ist auch geil. Nur die Preise sind halt krass. Ne? Also ich meine, den Boba Fett, der hat jetzt 20 Euro gekostet, das wäre okay für den, aber 30 als UVP, das finde ich schon ziemlich krass, besonders es bringt auch nicht viel Spaß, die Dinger zu bauen. Ich habe mal so einen Kollegen da. Ich finde jetzt gerade so die Klone, Stormtrooper, Boba Fett, Commander Cody, sehen halt richtig cool aus. Kann man auch cool irgendwie irgendwo hinsetzen, wie unser Kollege das auch im Studio macht.
Aber sonst ist die Serie nicht so der Knaller. Dann eine andere Geschichte, die wir so ein bisschen verpasst haben, sind die Brickheads. Da gab es so ein, zwei Stück, die wir geholt haben. Ein paar sind gebaut, ein paar nicht. Da ist der Zug so ein bisschen abgefahren. Wir wollten eigentlich hin und wieder mal so Star Wars Brickheads mitnehmen, aber es hat sich nie so ergeben. Auf einmal waren die alle ausverkauft und jetzt rennen wir ein bisschen hinterher. Boba Fett finde ich auch einer der coolsten Brickheads. Der Stormtrooper gefällt mir auch richtig gut. Den habe ich auch noch hier drüben stehen. Den hole ich aber jetzt mal nicht rüber. Irgendwie ist das Ganze so ein bisschen Boba Fett-lastig, ne? Brickhead, Buildable-Figur, Minifigur. Läuft auf jeden Fall. Ja, und ihr müsst euch hier noch einen ganzen Haufen Polybags von Müller vorstellen. Die habe ich aber gerade schon alle wegsortiert, weil wir gerade all unsere Polybags und Giveaways durchsortieren. Und da gibt es noch eine Kiste mit unserer Polybag-Sammlung und da sind halt gerade auch die aktuellen Dinger, die es bei Müller gab. Zum Beispiel das Popcorn, Männchen von Lego City oder ganzen Lego Movie, zwei Polybags, die sind da alle weg. Könnt ihr euch davon vorstellen, dass von jeder Sorte Müller Polybags hier noch irgendwie drei, vier Stück auf dem Tisch liegen würden. So, die letzten Sets, die wir jetzt noch haben, sind Battle Packs. Wir haben, das wird langsam schwierig mit den Hinstellen. Wir haben dreimal 75206 Jedi and Clone Troopers Battle Pack. Ja, ist es immer noch cool, weil ich kriege einfach zwei Standardklone. Aber es lohnt sich halt nur, wenn das wirklich stark reduziert ist. Und hier eine Bitte an euch: Wenn ihr dieses Battle Pack irgendwo bei einer Kette, bei einem Geschäft oder bei irgendeinem Online-Preisvergleich seht, und ich sag mal, es kostet unter 12 Euro, dann schreibt doch gerne einen Kommentar und ich guck mal nach, ob ich dann ein paar bestellt kriege. Weil davon brauche ich viel, viel mehr, als ich jetzt habe, um das vernünftig ausschlachten zu können. Und auch um die Klonarmee weiter aufzubauen. Weil ich denke mal, wenn das Set raus ist, wird es eine ganze Weile keine Standardklone mehr geben. Muss man wieder 5 Jahre warten. Deshalb, wenn ihr es irgendwo für unter 12 Euro seht, sagt mir Bescheid und ich guck mal, wie viel ich dann gekauft kriege. So, dann habe ich jetzt nur noch vier weitere Battle Packs in der Hand. Ein Auslauf-Battle Pack, was man zurzeit auch sehr günstig kriegt für 10 Euro. First Order Special Battle Pack. Ich finde, das ist ein richtig cooles Battle Pack und die Figuren sind auch cool. Besonders jetzt, sag ich mal, das Geschütz ist echt hochwertig. Also gerade für den Preis von 17 Euro kriegt man hier wirklich viel Volumen. Schlag zu. Ich hoffe, Jedi and Clone Trooper wird auch für 10 Euro weggehen. Dann schlage ich auch ohne Ende zu. Ein anderes Battle Pack, was für einen Zehner weggeht, ist das Imperial Patrol Battle Pack. Auch das richtig geil, habe ich reviewed. Ist einfach ein tolles Ding. Wir haben einen kleinen Offizier, wir haben eine Unteroffizierin oder ich weiß gerade nicht, welche Rolle die schwarze Dame da einspielt und dann zwei richtig geile Stormtrooper, die einfach richtig cool bedruckt sind, sehr viel Schwarz drin haben. Ich finde das ein geiles Battlepack und die beiden jeweils ein Zehner, kommt schon Leute. Da kann man sich ein bisschen mit eindecken. Gerade von der zweiten Sorte, denke ich mal, für das ein oder andere Mock durchaus interessant. Und jetzt als letztes Set. Das Battlepack, worauf wir alle 2018 gewartet haben. Tatooine Battlepack, ja. Also ich sag mal, das Fahrzeug, was da enthalten ist, ist das coolste Fahrzeug von den Teilen. Also man hat relativ viele Technik-Elemente vorhanden. Einmal hat man es jetzt mitgenommen wegen den Figuren. Das war es dann aber auch, ne? Jo, das ist jetzt ein ganzer großer Haufen Lego. Ich bin glücklich. Ich will gleich Ford Mustang bauen. Das wird mir bestimmt viel Gaudi bereiten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir den Hinweis zum Jedi and Clone Trooper Battle Pack geben könntet, wenn ihr es irgendwo seht oder wenn ihr Brickheads irgendwo seht oder Buildable Figures original verpackt. Wenn ihr da irgendwas preiswert seht oder selber was habt, schreibt mal gerne. Ich freue mich über jeden Hinweis und vielleicht kriegen wir auch das eine oder andere getauscht. Ja, und ich werde jetzt viel Spaß beim Bauen haben und ich hoffe, ihr auch.